Moin Leute, zurück bei Far Cry 6. Die nächste Mission hier von Bembe, bereit oder wie für er heißt. Richtige Arbeit? Ja, machen wir mal. Moment, steht noch was Interessantes? Habe ich schon gelesen? Weiß ich gar nicht. Egal. Vater sagte immer, bezahl dich selbst zuerst. Genau. So, nächste Mission von ihm hier. Ich habe ein paar Kunden, die unbedingt aus diesem Paradies raus wollen. Du wirst ihnen dabei helfen. Ich habe dir einen Lastwagen dagelassen. Benutze ihn, um meine Kunden zu den Docks zu fahren. Dort wartet ein Schiff. Die Docks werden gut bewacht, also musst du dich etwas anstrengen, um kampflos an ihnen vorbeizukommen. Da kommt Rafael Marrero ins Spiel. Er ist Fälscher und ein sehr wichtiger Kunde von mir. Seine Papiere bringen dich durch. Erledige das für mich und Paolos Schulden sind beglichen. Alle gewinnen. Na, das wohl klappt. Nehmen wir mal Wenn an. Das Boot ablegt, legt es ab. Wertvolle Frachteinsatz. Ja, wo ist das jetzt? Da. Okay, dann reisen wir da hin. Zack, zack, keine Zeit. Müssen die Mission machen hier. Also zumindest ist es wieder Hauptmission, ist schon mal gut. Macht mir ja noch ein bisschen mehr Bock, als hier immer alles nach und nach hier wegzufrühstücken. Hey, hier. Warte mal, kann er mir noch eine Nebenmission wieder geben? Ja, kann er. Danny! Danny, Danny, Danny! Na, okay. Was willst du, Beecher? Nichts. Obwohl, nein, es ist besser als nichts. Versprochen. Triff mich im Lager. Ich hab da eine Idee. Ciao. Tja, es geht gerade nicht. Paolo, ich hab gerade mit unserem gemeinsamen Freund Bembe geredet. Was hat er diese Schlange zu sagen? Er meinte, wenn ich zum letzten Mal die Drecksarbeit für ihn mache, ist deine Schuld beglichen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich würde es wieder tun, um mich und Talia aus Yara rauszuschaffen. Danny. Ich weiß, welches Risiko du für mich eingehst. Das werde ich nicht vergessen. Danke mir erst, wenn ich lebend zurückkomme. Hey, warum geht's überhaupt über den Kunststück? Mutmaßungen sind Zeitverschwendung. Zeit ist Geld. Nimm die Sache selbst in die Hand, Rojas. Und zwar schnell. Raphael ist da irgendwo. Alter, was gib mir den ab auf einmal? Was sind die so aggressiv? Bin dumm. Guck dir mal an, wie die abgehen. Was ist los hier? Moment, wo ist der? Nein. Aua, wie schießt die auf mich? Einsatz bereit! Gut. Was ist hier los, Alter? Man gefällt mir gerade, aber was ist hier los? Meine Familie sehen. Hilf mir! No! Sind da irgendwo Gegner? Wo sind die? Ich sehe sie gerade hier nicht. Komisch. Ich will nicht sterben! So viele Rekruten kriege ich hier. Geil. Nice. Bla bla bla. Männchen. Wapo hat Witterung aufgenommen. Bembe, ich hab deine Kunden. Und Raphael? Hat es nicht geschafft. Schade. Jetzt wird es schwierig, in den Hafen zu kommen. Aber das wird schon. Du findest immer einen Weg, Rojas.
Ich warte am Boot auf meine Fracht. Bitte was? Naja, gut. Das lief jetzt alles nicht so, wie es sein sollte, glaube ich. Ja, Fails sind inbegriffen, aber haben wir noch einigermaßen gut gedeichselt hier. Aber es geht natürlich auch besser. Sarida. Unglaublich. So, warte mal. Da müssen wir hin, ist gleich um die Ecke. Gut, dann gehen wir da direkt auch hin. Latschen wir einfach hin, ne? Ja, komm, latschen. Latschen, latschen. Moment, ich wollte noch das Plakat da. Geht das allen gut da hinten? Vamonos! Okay, ich bin im Truck. Das Boot wartet. Beschädige die Ware nicht. Tut mir leid. Das Ware? Ich habe einen Laster voller Menschen hier. Nein, Danny. Das ist ein Laster voller Geld. Und zwar mein Geld. Los geht's. Ja, kann man einstellen, kann ich nicht ändern. Nervt. Sag ich ganz ehrlich, das haben sie doof gemacht, dass man hier immer in der Cockpit-Ansicht fahren muss. Finde ich schon ein bisschen blöd. Das ist so. Ich denke, das kommt auch rechts an, ey. Du wolltest doch nur weg. Was? Bringe die Flüchtlinge zu Bembe. Ich treffe ihn am Hafen. Elegante. Ja, schon rechts wohl, ne? Ja. Ihr hört Radio Verdacht, den Sender für Jahr. Tick, tack, Danny. Das Boot wartet nicht ewig. Ich weiß. Ich bin doch gleich schon da. Papiere. Hab ich vergessen. Es ist so heiß heute. Mein Hirn schmilzt. Raus! Los! Die ist gesichert. Eindringling! Oh ja, Eindringling. Oh, Hilfe. Da ist ein Eindringling. Du lässt mir keine Chance! Noch hier, bei Blutpunkt. Hab ich dich gefunden! Bembe ist hoffentlich hier. Wir kehren wir. Wunderbare Arbeit. Sicher werden unsere Freunde das zu schätzen wissen. Momento, amigos. Hier ist nicht eure Haltestelle. Was zum... die nicht? Geschäftsausgaben. Was soll denn das heißen? Mein Talent ist der Handel, Rojas. Warum überlässt du dir nicht mir und konzentrierst dich auf dich? Lauf zurück und sag Paolo, dass er gehen darf. Vaya con Dios. Wo bringt ihr die jetzt hin? Wahrscheinlich verkauft du die an die... oder so, oder? Als Feldarbeiter oder so Mist. Da stimmt was mit dem nicht, glaube ich. Paolo, gute Neuigkeiten. Du bist beim B los. Das waren echt üble Schulden. Gracias, Danny. Aber das bleibt unter uns. Talia hasst alles, wofür beim B steht. Ich schulde dir was. Aber Talia und ich werden nach wie vor von dieser Insel fliehen. Einsatz abgeschlossen. So.
Wo gehen wir mal hin? Die FN, die Basis will ich gleich mal eben eigentlich wegfrickeln. Moment. Ja, das machen wir jetzt nächstes. Dann kurze Schnellreise eben. Kurz ins Camp noch ein paar Aufträge lostreten. Dann machen wir die FND-Basis noch, würde ich sagen. Und dann, das kommt dann später. Aber ich komme voran. Das freut mich. Bitte warten. Bitte warten. Ist Paolo wieder beschäftigt? Was Neues bauen hier? Nee. Schickt er dich, damit du mir hilfst? Zeit für Yara zu kämpfen? Moment. Hoffentlich kannst du helfen. Erde drinne. Ich bin hier so komisch in der Erde drinne. Warum? Es ist Buggy. Jetzt geht's wieder. Alter. Was? Wer sagt denn das? So, Aufträge will ich machen. Ich bin schon wieder in der Erde drin oder so. Ich krieg grad nicht hin, sorry, ich muss mal irgendwo anders hin. Sorry. Irgendwie ist es gerade buggy. Ich bin irgendwie im Boden versunken. Ich habe keine Ahnung warum. So. Hey, du, komm her! Nee, hab ich gar nicht dran. Da ist die Auftragstafel. So, 34 Rekuten. Wo kommen die auf einmal her? Das ist ja schon mal schick. Was nehmen wir denn da? Pistole, Persos, Dingsbums, Hier. Ich habe leider nur noch einen. Ich hätte gerne mal noch zwei oder so. Das wäre cool. Auch Rekruten, habe ich eben viele Leute befreit. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war schon gut. Geh, Bola. Dani, die Armee sammelt Freiwillige für das Paria-Programm. Das ist die... Moment. So, ich bin jetzt hier in der Nähe von dem. Aber ich habe keinen Helikopter hier. Das ist schon mal Mist. Was mache ich da? Ich brauche einen Heli. Ich brauche einen Helikopter. Ich glaube, ich mache das mal eben so. Ist da ein Heli gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Dann mache ich kurz das Flugabwehrgeschütz Schrott. Dann fliege ich weiter zur FND-Basis und dann, joa. So ist eigentlich der Plan, wenn da jetzt ein Heli ist. Nee, ist nicht. Oh. Ich brauche mehr Basen. Definitiv. Ich brauche mehr Basen. Da ist auf jeden Fall ein Heli. Ah, muss ich halt kurz sein. Ja, sorry. Ist halt leider so. Weil eigentlich hier mit Auto rumfahren dauert viel zu lange. Da fliege ich dann, nehme ich lieber einen Checkpoint von woanders hier und nehme dann das Ding hier und fliege da durch die Gegend. Das bin ich viel cooler. Er ist weit entfernt jetzt, ja. Das war jetzt vielleicht ein bisschen dumm. Naja. Genießt die Aussicht. Erwischt mich. So schnell sind die jetzt immer hier am direkt am Triggern, die Leute. Ja, ist ja gut. Aber es geht ja schnell runter. Ein Sekundentakt, ein Sekundenmeter ungefähr. Das ist komisch. Ja, ich hätte auch vielleicht brauche einen anderen Schutzpunkt vielleicht. Vielleicht noch hier den. Ja. Egal, ohne Helikopter läuft das so. Wieder die Ogo. Was erobern kann. Stein. Mal das noch entdecken, das wird ganz gut. Moment.
Wo? Wie, was, wo, warum? Was ist da hinten los? Clara, heute ist mein Glückstag. Ich habe gerade Marias Fernsehstudio gefunden. Gut. Wir glauben, dass sie da einen unserer Leute gefangen halten. Befrei ihn und denk dran, dass dort ein Großteil von Castillos Propaganda produziert wird. Also richte ruhig ein bisschen Schaden an. Verstanden. Danke, Clara. Okay. Krawallhose, okay. Türkisch. Alter, nimm doch den Fallschirm, ey. Du bist so ein scheiß Idiot, Mann. Oh, ich hab durch die ganze Zeit auf Fallschirm, der zieht ihn einfach nicht, ne? Ich weiß nicht wieso. Ja, schon das zweite Mal ist so ein Mist passiert, ey. Mann, ey. Geh mir doch nicht auf den Sack spielen, ey. Echt jetzt? Warte mal, noch was anderes hier. Wenn der Fallschirm nicht geht, muss ich das anders machen. Ja, sorry, Leute, ist halt so. Hier muss ich vorsichtig sein. Was wohl passiert, wenn diese Tiere ausbrechen? Oh, gracias, Sere. Mann, bin ja also doof. Ich suche mir Deckung. Du blockst mich, Geisel. Hör auf, so rumzuballern. Böse Geisel. War schon? Oh, nice. Du kannst auch gehen, ne? Ich bin mir zufrieden. Auch wenn der Fallschirm nicht funktioniert hat. Aber es gibt ordentlich EP. Das ist sehr wichtig. Tada! So, hier ist bestimmt noch viel zu looten hier.
Leider muss ich hier noch mal ein bisschen gucken hier. Noch mehr Kram, Alter. Presseausweise. Okay. Viel zu looten, ey. Hey! Hey, na? Hey, na? Alles wird benötigt zum Ausbau der Base. Wo ist denn hier irgendwas? Da wollte ich nicht hin, mal eben noch. Ah, das ist groß hier. Oben oder unten? Warte, hier ist nichts weiter. Keine Nachricht, irgendwie Verstecke oder irgendwas, nix. Okay, dann nicht. Psst, Guerriero! Schau mal bei Isabella vorbei. Sie ist eine von den Guten und lehnt sich gegen Castillo auf. Ich habe gehört, sie könnte Hilfe brauchen. Okay. Moment, kleiner Moment. Moment. Ich will jetzt nochmal eben hier das Geschütz wegknallen hier. Jetzt wollte ich aber ganz gerne mal einen Helikopter, aber ich glaube, hier ist keiner, ne? So, dann muss ich mein anderes Helikopter-Ding noch da, ich glaube auch nicht. Oh Mann, ey. Genau, kurz beim Einkauf Heini nochmal schauen hier, was er hat. Nein, keine Musik mehr machen. Hola! Hola! So, ne, recyceln will ich nicht. Wenn dann kaufen. Ja, welche Waffen jetzt gut sind, welche nicht, kann ich gar nicht beantworten. Der Rest ist auch so lala. Holla. Brauche ich alles nicht. Ich habe Sonderpreise, nur für dich. Ja, Sonderpreise. So, jetzt bin ich, wie gesagt, dorthin. Die Frage ist nur, wie komme ich da am schnellsten hin? Am besten mit dem Helikopter. Oh, da habe ich keinen. Ein unauffälliges Auto. Muss mal wo einsteigen. Keine Zeit, wir müssen fahren. Das war mit der Kiste hier oben. Ich brauche nochmal kurz mit. Kein Moment. Hier ist nichts. Ich sehe dich, Ingenieur. In Bewegung! Er ist weg! Sucht weiter! Nein, das wäre ein furchtbarer Fehler! Hey, komm, hol mich hier raus! Natürlich. Te debo mi vida. Alles klar. Cool, jetzt kriege ich mal mehr Rekruten, das ist sehr gut, weil ich etwas upgradet habe im Lager. Ich kriege jetzt mal mehr Rekruten, das ist sehr, sehr nice. Nein, wie hätte ich das machen sollen? Mich beamen? Hey, du bist aber empfindlich. Ich reagiere allergisch auf dumme Sprüche. Ich melde mich, wenn ich da bin. Wo da? Was war denn die Station hier?
Kontrollpunkt nehmen wir auch mit hier. Kontrollpunkt, Vorsicht. Dann versuch mal Verstärkung zu rufen. Uiuiui. Wie es läuft hier, ne? Wie es läuft. So, jetzt habe ich aber noch den Schlüssel gekriegt, eben hier irgendwie. Das ist noch mehr. Da ist. Geht leider nicht anders. Nichts weiter. Naja. So können wir ja weiter düsen hier. Bitte was? Ja, okay, der Weg ist noch ein bisschen, aber. Ja, schaffen wir schon. Wir haben hier gerade überfahren. Mach die Scheibenwischer aus. Ja, naja, gut. Abwehr wird jetzt direkt gesprengt. Wo sind die Gegner eigentlich hier? Hä? Sind hier keine? Oh, jetzt dreh ich runter. Aha. Tschüss. Yay. Befreit. So, jetzt haben wir das auch geklärt, so wie ich es haben wollte. Das ist schon mal schick. Sind ziemlich weit rausgekommen, aber das läuft. Ein paar Sachen fertig gemacht. Ist auch okay. Also Rangaufstieg ist auch super. Mal schauen, ob ich noch irgendwas machen kann hier. Ist Paolo wieder beschäftigt? Ja, kann was. Guerilla-Stützpunkt, Bandidos-Kaserne. Warte mal, ich mach das hier, glaube ich. Ist ja auch Benzin nötig? Nee. Gut. Schick der dich, damit du mir hilfst. So, das ist schon mal upgegradet. Das andere probieren wir auch nochmal abzugraden. Vamos. Du bist neu. Anwerben, okay. Guck mal, jetzt sind wir schon Vierer-Sachen drin hier. Jo. Moment. Und da ist auch schon was Vierer-mäßiges drin. Ich kaufe doch mal eben was. Oder was habe ich eigentlich? Moment. Gut, dass du hier bist. Bist du hier und Paolos? Moment. Nee, kann ich jetzt nicht mehr abholen. Versetzen? Es gibt jede Menge Arbeit. Arsenal. So, mal gucken. Weste.
Können wir jetzt hier die Viererweste anziehen? Ja. Schuhe. Viererschuhe. 444. Hose fehlt noch, eine Uhr. Okay, warte mal. Hose. Zwei Hose, schade. Ach, die Waffen werden also auch immer mehr hier. Oh, ist eigentlich ganz nett. Was haben wir hier denn noch? Ja, sehen uns nächstes Mal wieder, würde ich sagen, hier bei Far Cry 6. Und dann gucken wir euch weiter. Danke für den Support, danke fürs Zusehen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Far Cry 6. Bist du rausgekommen? Ich bin